Hallo ihr Lieben, ich habe gelesen und zwar habe ich 3 Bücher durch. Ich lese nicht ganz so viel, aber ich mag es ganz gerne im Bett abends mal 1 bis 2 Kapitel zu lesen, wenn wirklich nichts im Fernsehen kommt. Und hier habe ich 2 Empfehlungen und einen totalen Fail. Ich fange an mit dem Fail. Sarah Graham, Come Closer, so sieht es aus. War ganz vielversprechend, weil es ein Roman war über eine Frau, die von einem Dämonen besessen wurde. Und ich dachte mir, komm, das Ding ist so dünn, das hast du schnell durch. Das hatte ich aber wirklich wahnsinnig schnell durch, einfach nur, weil es sich unheimlich zäh gelesen hat. Du hast immer ein bisschen auf Spannung gehofft und hast gedacht, komm, wird noch, aber es dem war nicht so. Irgendwann mal fängt diese Frau an, auf Büroarbeiten, sie ist Architektin, rumzukritzeln, dass ihr Chef ein Beep ist und einen kleinen Beep hat und was weiß ich, und sie muss sich dann rechtfertigen und irgendwie begegnet sie dann einen Hund und dieser Hund hat sie anscheinend verzaubert und dann war sie noch bei einer Magierin und die konnte ihr nicht helfen und hat da, was weiß ich, den schwarzen Peter an die Wand gemalt. Man weiß nicht ganz so genau, wo dieser Dämon, der sie besessen hat, herkommt. Ja, man rätselt die ganze Zeit, war es jetzt der Hund oder war es jetzt ein Kollege oder wer war es jetzt eigentlich? Weil es klärt sich nicht wirklich auf in diesem Buch. Sie fängt auf jeden Fall an, solche Gelüste zu entwickeln, sich selber zu verletzen. Sie rammt irgendwann mal ihrem Lebensgefährten eine Gabel ins Bein und ja, ist halt so. Es kommt nicht wirklich Spannung auf, es ist zäh und man hat es schnell durch und denkt, es war eigentlich seine 10 Euro absolut nicht wert. Es war Verschwendung von vielleicht 1-2 Tagen und ich kann es nicht empfehlen. Das ist ein absolutes Fail und es landet bei mir auch jetzt. Wir haben hier im Nachbarort so ein Regal stehen, da kann man Bücher reinstellen und Bücher rausnehmen, da landet es jetzt. Ganz großes Empfehlung habe ich hier für alle Leute, die gerne so Sachen wie Wüstenblume lesen, ist das ein absolutes Top-Buch. Das ist, glaube ich, das erste Buch, bei dem ich je geweint habe, wo ich gedacht habe, um Himmels Willen, was für eine Welt leben wir eigentlich. Die Frau kommt, glaube ich, aus dem Iran, genau, und wurde im Alter von 2 Jahren quasi schon von ihrer Mutter als Sklavin verkauft und musste im Alter von 2 Jahren schon Hausarbeiten für andere Familien tätigen. Und sie wurde halt ihr ganzes Leben lang misshandelt und von Kindern geschlagen. Sie musste hungern. Sie hatte, glaube ich, bis zu ihrem 7. Lebensjahr kein Bett, hat nur auf dem kalten Steinboden geschlafen, ist vergewaltigt worden, ist von einer Familie zur nächsten gereicht worden, weil ihre Mutter sie immer und immer wieder weiterverkaufte. Sie verliebte sich in den Jungen und es kostete ihr fast Kopf und Kragen, weil die Familie dann dagegen war und sie wurde am Ende dann doch zwangsverheiratet. Und es ist wirklich ein furchtbar, furchtbares, schlimmes geschriebenes Buch und man hockt davor und ist fassungslos und denkt sich, um Himmels Willen, die arme Frau. Das Buch endet damit, dass sie dann quasi verheiratet wird und, glaube ich, in die Schweiz kommt und da beginnt dann das zweite Buch. Aber das ist wirklich ein Buch, das hat mich wirklich gefesselt. Ich habe es gern gelesen. Ich fand es auf der einen Seite super geschrieben, spannend. Und auf der anderen Seite war ich einfach nur entsetzt, dass es tatsächlich sowas gibt, dass man im Alter von 2 Jahren da schon so ausgebeutet wird und von seiner Kindheit einfach nichts hat. Nichts für Zartbeseitete, wirklich, kann ich sagen. Also ich habe schon einiges gesehen, einiges gelesen, aber das ist ein Buch, wo ich wirklich gesagt habe, heftige Nummer. Dann habe ich mich mal in die andere Richtung bewegt und das ist auch eine Biografie. Da geht es darum, dass diese Annabel Forrest mit ihrer Mutter in eine christliche Sekte abrutscht und auch dort ebenfalls als Sexsklavin gehalten wird. Die wird quasi von einem Mann, und ich glaube, das ist relativ bekannt damals gewesen, es ist erst vor 10 Jahren rausgekommen, wurde sie von einem Mann quasi auch als Sexsklavin gehalten, so wie alle anderen Frauen in dieser Sekte auch. Da ging es eigentlich nur darum, dass quasi die Erlösung und die Erleuchtung nur kommt, wenn man sich alles um jeden hingibt und quasi die Hure von Babylon oder was auch immer wird, ja. Und diese Mädchen wird, glaube ich, im Alter von 7 oder 8 wird die quasi da in diesen Kreis der Erwachsenen aufgenommen und wird ausgebeutet, misshandelt und zwangsverheiratet auch. Und das Ganze ist in Großbritannien abgelaufen. Also das ist quasi das Gegenstück zu dieser ganzen muslimischen Sache, wo ich immer gern lese, ist das quasi einfach mal, dass es auch in anderen Kulturen und Religionen einfach auch ähnlich abgehen kann. Und auch das ist richtig hart geschrieben. Am Ende wird sie zur Prostitution gezwungen, muss ihren Lohn abgeben und sucht Hilfe und findet Hilfe. Und das Ganze hat auch ein Happy End. Aber das hat sich auch wirklich so gelesen, wo ich geschluckt habe und gedacht habe, um Himmels Willen,
wie gesagt, es ist erst vor 10 Jahren rausgekommen. Wie kann sowas sein, dass es sowas tatsächlich noch gibt? Und da kann ich auch auf jeden Fall wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung aussprechen. Das ist nicht ganz so heftig wie dieses Buch hier. Das ist eine Nummer heftiger, aber auch ist das sehr spannend und ich hatte das relativ schnell durch. Wie ihr seht, ich mag Biografien, mal einen Ausflug in einen Thriller oder wie auch immer, was auch immer das sein soll, war ein bisschen ein Fail. Ich habe noch weitere Bücher, die ich lesen werde, unter anderem Biografien und Geschichten, Thriller, wo ich jetzt gedacht habe, das klingt gut, probier es mal aus und kann also, wie gesagt, dafür keine Empfehlung aussprechen. Es lohnt sich einfach nicht, dafür Geld auszugeben. Ich weiß nicht, ob es an der Autorin liegt, dass sie nach den ersten 10 Seiten vielleicht schon keine Lust mehr gehabt hat, aber das kann ich nicht empfehlen. Ansonsten einmal quasi die muslimische Seite und einmal die christliche Seite zu sehen, dass es da so viele Parallelen gibt und Frauen doch immer wieder auf dieser Welt ausgebeutet werden. Ich glaube, bei dieser Frau gibt es auch noch ein Spendenkonto hinten drin und ich fand die Bücher wirklich toll. Ich werde die auf jeden Fall behalten, weil ich die mir irgendwann mal mit Sicherheit nochmal durchlese, weil es einfach spannend und fesselnd war. Gut, wie ihr seht, ich lese nicht ganz so viel, aber ich bin dran. Ich möchte ein bisschen mehr lesen, gerade weil ich abends ab 21 Uhr Probleme habe, ein bisschen runterzukommen, weil ich arbeite meist bis 19 Uhr und bin dann noch so unter Spannung und mache noch Haushalt und, dass ich abends nicht zur Ruhe komme. Und da tut Lesen eigentlich wirklich ganz gut. Wenn ihr solche Biografien, Empfehlungen habt, also so Sachen wie Wüstenblume oder sowas oder die Weiße Maasai, sowas lese ich gerne, schreibt es mir doch in die Kommentarbox, was ihr für Empfehlungen habt. Und ich hoffe mal, dass ich im nächsten 3 bis 4 Monaten noch mal ein paar Bücher durch habe, zu denen ich was sagen kann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch was.